Heißt also, wir können hier okay drücken, dann bekommen wir unsere Belohnung. 1500 Gold und 50 Ruhm. Für so ein bisschen, das ist eigentlich guter Job gewesen. Ein guter Job. Und dann würde ich sagen, der fällt jetzt erstmal hier runter. Der ist auch schon. Wer ist denn hier angekommen? Der, genau. Der wollte Werkzeuge und Holz. Das kann der ja auch hier runterbringen gerade. Hat jemand noch Aufträge für mich? Hast du einen Auftrag? Signor bietet den folgenden Auftrag an. Versenken Sie das flüchtende Schiff und bringen Sie den Beweis zum Konto. Okay, machen wir doch. Kein Problem. Der ist doch gerade in der Nähe, Santa Barbara. Und der tötet den erstmal. Oder bringt ihn um, wie man es sagen will. Ne? Der verkauft erstmal ein bisschen Fisch. Bringt ja fast gar nichts, aber besser als nichts. Sage ich mir immer. Ja, die drei Werkzeuge können wir gleich gerade behalten. Kann er nochmal zurückbringen. Achso, und für jede Sachen, die da auf dem Schiff hat, wird das Schiff auch immer langsamer. Und das muss man dann natürlich auch mal bedenken. So, eine Schenke können wir eigentlich jetzt hier hinstellen. Die da oben werden nicht versorgt. Sehe ich gerade, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Soll ich hier jetzt einfach. Hier, komm. Die müssen jetzt erstmal weg. Hier das auch noch. Und dann bauen wir einfach in die Richtung noch ein bisschen. So, warte. So. Jetzt geht das hier an der Kirche weiter. Können wir auch gerade bauen. Nein. Nochmal. Geh mal ein bisschen näher. Das ist hier viel zu schief. So. Bauen wir hier noch. Nicht genügend Baumaterial. Nein! Wir brauchen wieder Holz. Holz verschwindet hier auch. Ich glaube, wir bauen hier noch ein paar. Verfolgung geglückt. Ah, okay, wir haben es geschafft. Das sieht natürlich gut aus. Der nimmt jetzt erstmal hier den Beweis an sich und fährt dann zu Sturmfrontauftrag. Zum, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Zum Giacomo Garibaldi. Na, da Pisser, was ist mit dir? Zu dem fährt er jetzt erstmal und bringt den Mission zu Ende. Der Mission. Richtig gut. Gut, dann gucken wir hier nochmal, ist hier irgendein Schiff von uns? Ne, hier ist gerade keins. Hier ist auch keins dabei. Ich glaube, die sind jetzt gerade alle hier. Hier fährt einer zurück mit drei Werkzeug. Das bringt uns. Und dann könnte eigentlich jemand nochmal dahin fahren. Da könnte man uns vielleicht nochmal ein paar Werkzeuge oder sowas holen. Weiß ich ja nie. Wohnhäuser stehen, ja, gehen halt auf. Das gehen hoch, das ist gut. Bürger ziehen ein. Bürger ziehen ein, das ist gut. Wenn die Bürger einziehen, dann sind wir doch alle zufrieden. Wir brauchen jetzt nur noch Gewürze, dann scheint alles perfekt zu sein. Und jetzt brauchen wir nur noch das Holz, was hier drin ist. Und das Werkzeug haben wir jetzt auch. Und dann können wir hier diese Noria machen. Heißt also, dass alle Felder bewässert sind. Und dass dann auch endlich die Werkzeuge, beziehungsweise Gewürz, nicht Werkzeuge, hergestellt werden können. Der bleibt jetzt erstmal stehen, der kann dann hier auch gleich ein paar der ersten Gewürze mitnehmen. Und wir können eigentlich ein paar. Soll ich ein paar von den Häusern bauen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, wir brauchen eh dann 295. Ja, okay, dann können wir eigentlich gerade ein paar bauen. Und sonst gehen die auch nicht leer hier, unsere Datteln. Wir haben so viele Datteln. Das gibt's ja nicht. So. Jetzt bauen wir hier noch überall einen Weg hin. So, der hat gerade bemerkt, dass wir die Mission schon fertig haben. Hier noch mal kurz was gucken. Okay, das klappt. Dann können wir das noch mal wegmachen. Dann machen wir das einfach so.
Wartet. So. Und jetzt können wir kurz hier den Mission annehmen. Und wir haben 1600 Gold bekommen und 60 Ruhm. Das sieht gut aus. Fehlende Gemeinschaft. Wo? Hier, kommt die nicht durch oder wie? Durch den Stein. Aber jetzt ist doch keine fehlende Gemeinschaft mehr. Verfallendes Bauernhaus. Wie? Ja, vielleicht müssen wir einfach hier so einen Weg drum bauen. Jetzt müssen die aber eigentlich wieder einziehen. Weil jetzt ist ja hier ein Weg neben dem Stein. So. Eigentlich müsste das jetzt klappen. Und sie ist gewachsen. Aber in Aşgabat hier. Ja, wir haben jetzt auch relativ viele Leute hier. Muss man auch sagen. Und 75 Ruhm haben wir wieder bekommen. Das heißt eigentlich, wir könnten eigentlich hier mal wieder ein bisschen absnacken. Trotz ihres Ruhms ist Lord Nordberg nicht gewillt, ihnen Geld dafür zu geben. Arsch, jetzt hat er unser Ruhm bekommen, aber wir haben kein Geld. Dann muss ich das hier bei dem auch nochmal versuchen. Nein! Jetzt haben die 160 Ruhm von uns abgesnackt für nix. 160 Ruhm. Arschloch. Die wollen uns alle kein Geld geben. Gib mir Geld. Ja, ich habe endlich Geld bekommen. Okay, jetzt bin ich zufrieden. So. Mann. So, 17 Gewürzchen haben wir auch schon. Das ist halt scheiße, dass wir genau... Also wir sind echt von der einen Seite bis zur anderen Seite müssen wir fahren, um die Gewürze zu bringen. Wir brauchen ein richtig schnelles Schiff eigentlich dafür. Hier drei Werkzeuge kann man eigentlich ein bisschen geben. Ja. Das war nicht viel, aber zumindest ein wenig. Und als nächstes, wir haben ja hier Eisenvorkommen und alle, da können wir ja eigentlich hier so ein bisschen eine Eisenschmelze machen. So. Und hier so einen kleinen Weg für eine Köhlerhütte, aber dafür haben wir nicht genug Holz. Deswegen fährt er jetzt erstmal wieder zu Nerfberg, der richtig behindert im Kopf ist und uns nichts für Ruhm gibt. Geld. Und da kaufen wir erstmal ein bisschen Holz. Ist hier irgendwas von uns? Die Schwalbe gehört uns. Was wollte ich hier nochmal? Achso, wir wollten uns hier Werkzeuge kaufen. Genau. Die kaufen uns natürlich auch. Wir können uns hier eigentlich ein bisschen Seide kaufen. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Aber das kann man. Brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Naja. Okay, der fährt jetzt erstmal wieder zurück hier hoch. Hier unten brauchen wir eigentlich gerade nichts. Gewürze werden hergestellt, das ist gut. Gut, hier läuft alles. Santa Barbara ist auch hier. Die können da eigentlich ein bisschen von dem Holz und ein bisschen von den Werkzeugen holen. Und die dann hier hochfahren. Hier brauchen wir die natürlich auch gerade. 10 Ruhm haben wir bekommen für die Handelsbeziehung, weil wir ein bisschen bei dem gekauft haben. Hat er uns zumindest auch wieder ein bisschen Ruhm gegeben, was er uns vorher abgezogen hat. Dieser Schmarotzer. Und ja, wir brauchen eindeutig mehr Hanf. Anscheinend. Hanf! Plantage! Hanf für die Welt. Nicht. So. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Holz bekommen, heißt wir können wieder so ein paar Häuschen bauen. Ah, die Kirche ist richtig scheiße eigentlich. Wieso hat die denn so einen kleinen Radius? Das ist richtig behindert, muss man einfach sagen. Vielleicht stelle ich einfach hier hinten wieder eine hin nachher. Später. Naja, muss ich gucken. Ich baue jetzt auf jeden Fall hier weiter. Okay, oder auch nicht. Baubereich ist geblockt. Oder wir haben einfach kein Holz. Und ja, dann Köhlerhütte. Achso, da braucht man ja auch Holz für, ne? Das haben wir natürlich hier. Ja, guck ich gleich. Würde ich sagen, hier Köhlerhütte kann eine hier hin. Und haben wir noch genug für eine andere? Ja, jawohl. Gut, dann machen wir die ersten Wege schon aus Stein. Da fahren die nämlich, oder laufen die schnell drüber. Das ist eigentlich immer ganz praktisch, also die Marktkachen. Deswegen baue ich die immer eigentlich gerne.
Und ja, dann sind wir jetzt hier schon mal fertig. 125 Ruhm für eine Kleinstadt bekommen. Das ist natürlich schön. Hier bauen wir noch kurz. Ey, hier bauen wir noch kurz weiter. Nicht genügend Baumaterial. Ach so. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal mit der ersten Aufnahme von Anno 1404. So, und wir sind auch im Plusbereich, sieht man hier unten, das ist, und das Spiel wird schon gespeichert, jawohl. Das ist halt eigentlich schon relativ selten, bei 1000 Bürgern schon im Plusbereich zu sein. Für mich ist das selten. Und ja, würde ich sagen, wir speichern jetzt auch nochmal ab und dann geht es auch in den Endspurt und dann würde ich sagen, schreibt jetzt in die Kommentare, ob es euch gefällt. Soll ich aufhören? Soll ich weitermachen? Soll ich mit anderen zusammen spielen? Falls ja, wird das so lange dauern, bis es dann wieder geht, dann mache ich das. Und schreibt mir einfach mal Themen darunter, worüber ich reden soll. Oder schreibt mir einfach mal Kommentare. Das ist einfach das Wichtigste. Was euch jetzt einfällt, schreibt Positives rein, schreibt Negatives rein, schreibt Kritik rein, schreibt Themen rein, schreibt mal, ob ihr andere Leute in dem Let's Play sehen wollt. Und was auch immer. Ich glaube, Fabi und Sui und sowas, die spielen sowas nicht wie Anno. Müsst ihr also nicht schreiben, wo ist Fabi, wo ist Sui und sowas. Die werden, glaube ich, nicht reinkommen. Ich suche mir dann nette andere Spielkollegen. Und ja, schreibt einfach mal Kommentare. Bewerten nicht vergessen, ist richtig nett. Und falls ihr ganz neue Zuschauer seid, dann könnt ihr natürlich auch abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, um das Let's Play vielleicht nicht zu vergessen oder sowas. Falls man mal wieder das sehen möchte. Und dann würde ich sagen, tschüss und bye bye!